So, die Statue soll ich die Balustrade runterschubsen, alles klar. Das ist ein sachdienlicher Hinweis, der mir schon mal weiterhilft. Damit kann ich weiter anfangen. Oh, schon wieder falsch abgebogen. Is matschig there, go west in the open air, go west where the Hirn is brei, go west, yeah, there are you frei. Wo El Zombo ist. Alles klar, der hängt irgendwo auf der anderen Seite rum. Soll er mal machen? Hui! Kaputt. Ins Einsammeln. Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg. Nur ich werde nicht die Balustrade runterhopsen. So agil schätze ich sie dann doch nicht ein. Da laufe ich über den langen Weg außen rum. Na, ihr lieben Krähen. Bleibt bitte schön an der Wand und fliegt nicht plötzlich auf mich zu, ja? Danke. So. So, dies ist übrigens jener Raum, wo ich das Schildsymbol über dem Kamin eingesammelt habe. Nur mal so nebenbei. Oh, warte, das war ja gar nicht die große Halle. Okay. Ich bin doof. Sorry. Orientierungspunkte 0. Muss ja in dem Raum bleiben. Muss ja hier rüber. Da ist er. So, blauer Edelstein. Mitnehmen. So. Ich bin jetzt im Speisesaal. Erdgeschoss. Um dir einen Kartenanhaltspunkt zu geben, da bin ich, bei der ersten Schreibmaschine. Draußen findet ihr ein Grabmal, wo ihr die Pfeilspitze einsetzen könnt. Haben wir gemacht. Jetzt könnt ihr in eine Gruft hinuntersteigen und findet das Buch der Verfluchungen. Darin ist der Schwertschlüssel untersuchen, versteckt. Irgendwas haben wir aus dem Buch rausgefummelt, glaube ich. Aber dafür müsste ich tatsächlich nochmal in einen Speicherraum. Also wir haben auf alle Fälle das Buch eingesammelt. Ich weiß nur nicht, ob wir den Schlüssel rausgefischt haben. Also wir haben das Buch natürlich untersucht, weil du hast mir nochmal extra gesagt, aus allen Blickwinkeln, so wie es sein muss in Resident Evil, was mich ehrlich gesagt ein bisschen kirre macht. Ja, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich überhaupt richtig laufe.
Ja, theoretisch ja. Muss dann oben nur einen kleinen Weg zurücklaufen. Bäh. So, where am I? Ah, ja. So, muss mal gucken, was ich in der Itemkiste habe. So, wir haben grünes Krautsymbol, defektes Gewehrfarbband, erste Hilfespray, rotes Kraut, Zurückgeschosse, Farbband, Pistolenmagazin und Farbband. Ich habe keinen Plan, wo das Buch oder der Schwertschlüssel ist. Aber womöglich haben wir den Schwertschlüssel eventuell schon aufgebraucht. Kann auch sein. Bin ich mir gerade unsicher, aber da ich das Buch nicht mehr habe, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht einfach irgendwo in die Kiste geschmissen habe. Aus offensichtlichen Gründen. Es ist nicht mehr da. Und man kann es nicht einfach so auf den Boden werfen. Also ich hatte jetzt eine Zeit lang auch einen Hausschlüssel gehabt. Aber könnte eventuell der Schwertschlüssel sein. Ich weiß es nicht. Aber der Hausschlüssel hat sich definitiv verbraucht. Begibt euch in die Eingangshalle und lauft nach Osten in den Gemälderaum. Hier könnt ihr nun die Tür zum Kachelflur öffnen. Ja, im Kachelflur war ich schon. Da sind mir nach dem zweiten oder dritten Durchlaufen irgendwann mal die Hunde durchs Fenster gehüpft. Und haben mich angegriffen heute. Falsche Richtung. Oder? Ach nee. Stimmt ja gar nicht. Ich kann ja hier oben aus der Etage. Das geht doch viel schneller. So, Speisesaal, erstes OG. Oh, hi Zombo. So. Durchquert diesen, um den nächsten Flur zu finden. Hier gibt es 4 Türen. Hinter der ersten gibt es einen Außenbereich. Ja, den kenne ich. Wo ihr die Chemikalien bekommt. Hinter der zweiten ist ein Badezimmer, wo ihr das Wasser aus der Badewanne ablassen könnt, um einen Dolch zu finden. Hinter der dritten kommt ihr in einen Raum, wo ihr das Gewehr findet. Das ist mal eine Info. Das defekte Gewehr habe ich gerade nicht dabei. Das ist in der Kiste. Was ehrlich gesagt ziemlich ungeil ist, weil es gibt in diesem Raum habe ich in diesem Haus habe ich aktuell nur 2 Safe Rooms. So, das dafür den Außenbereich, da und das dafür den Raum mit dem Gewehr. Aber wenn ich in ich gehe nochmal in den anderen Safe Room zurück, weil bei dem einen Safe Room da ist die Rückwegstür zum Kachelflur bzw. zum Raum mit dem Gewehr. Die hat einen maroden Türgriff und wird wahrscheinlich ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr funktionieren. Das will ich ehrlich gesagt so schnell nicht riskieren. Yay, Zauberin! Willkommen im Kaninchenbau! Danke für den Follow! Wuhu!
So. Ein defektes Gewehr. Und steckt den Stein erstmal weg. Okay. Zurück in die Haupthalle. Dann hier die Treppe runter. Ich hoffe natürlich, dadurch, dass du mir jetzt hilfst, halte ich dich nicht von dem Zeugs ab, was du noch erledigen wolltest eigentlich, Schatzi. So, willkommen im Kachelflur. Okay, das ist gut. So, erste Tür führt in den Außenbereich, zweite führt ins Badezimmer. Und dritte führt in den Raum, wo es das Gewehr geben soll. Ach da. Warte mal. Sehr gut. Braucht das Defekte nicht. Ich kann das da durchaus ablegen. So, wo ihr das Gewehr findet. So, gut, das Gewehr haben wir. In der Kiste habe ich Säuremunition und draußen auf dem Friedhof liegt noch normale Gewehrmunition. Kann ich mir ja mal holen gehen. Ah, zeigt mich gerade von meinem eigenen Schatten erschrocken. Hinter der vierten Tür findet ihr einen weiteren Flur, Holzboden, passiert direkt die Tür, die erste Tür im Westen, um in den Flur Speicherraum Ost zu kommen. Ja, vor der Treppe findet ihr den Speicherraum Ost. Hier gibt es den Treibstoffkanister. Ja, haben wir. Der Treibstoffkanister ist ein permanenter Begleiter in meinem Inventar. Geht nun wieder raus und lauft die Treppe hoch und passiert die südwestliche Tür in den dunklen Flur. Neben euch sammelt ihr das Holzpasspartout ein und lauft weiter nach Westen durch die Tür in das Arbeitszimmer. Hier findet ihr das Feuerzeug und die Hundepfeife, haben wir auch schon eingesammelt. Verlasst das Arbeitszimmer und durchquert den Flur Speicherraum nach Ost und begibt euch in das Kaminzimmer, zündet den Kamin mit dem Feuerzeug an und benutzt dann das Holzpasspartout, um die Karte Villa erstes okay zu erhalten. Die haben wir auch schon.
begibt euch nun durch den dunklen Flur zurück in die Eingangshalle. Erstes OG. Dann weiter in das Esszimmer. Erstes OG im Westen. Sperrt nun die zweite Tür auf der oberen Seite mit dem Schwertschlüssel auf und ihr gelangt in den Flur. Erstes OG. Speicherraum West. Vor euch könnt ihr die Tür mit dem Dietrich aufsperren, um in den Außenbereich zu kommen. Okay. Ich weiß tatsächlich, welche Tür sie im Speiseraum meinen. Ich muss gleich mal gucken. Tür mit Außenbereich. Weil das ist dann eventuell der Außenbereich, über den zu reden, wenn es um die Hunde geht. Guten Tag, der Herr. So, die Tür war mit dem Schwertschlüssel bereits aufgeschlossen und infolgedessen den Hausschlüssel weggeworfen. Also war Hausschlüssel gleich Schwertschlüssel. So. Vor euch könnt ihr die Tür mit dem Dietrich aufsperren. Wir haben den Dietrich verwendet. Ja, das sieht schwer nach Außenbereich aus, tatsächlich. So, das Kraut. Aber ich stelle mich vielleicht mal ein bisschen günstiger hin, oder? Sie haben die Hundepfeife geblasen. Na, sowas. Und wo kommt ihr eben, Miss Viecher? Einmal. Kommt nur einer? Ne, da kommt noch einer. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Ja, ich habe das Inventar voll. Dann stellt euch am besten zu den Kräutern, benutzt nur die Hundepfeife und es kommt dahin. Es kommen zwei Hunde angeflogen. Erledigt diese mit dem Gewehr und schnappt euch das Halsband und untersucht dieses, um die Schlüsselimitation zu bekommen. Ich komme wieder. Ja, ich weiß. Ich weiß. Scheiße. Ich komme aus der Tür nicht raus, weil ich die Hunde direkt vor der Tür erschossen habe. Oder? Ich habe nur zwei Schuss verbraten, also selbst wenn ich das jetzt kombiniere, bleibt Munition übrig und die kann ich nicht wegschmeißen. Also nicht mal, wenn ich wollen würde. Sie macht die Tür nicht auf, sondern sie greift immer nach dem Halsband. Gibt es irgendwo noch eine andere Tür raus? Was? Feuerzeug nachladen? Das können sie nicht kombinieren. Tja, das Kerosin bzw. Treibstoff will das Feuerzeug nicht haben. Da hinten ist noch eine Tür. Dann die Tür aufgeschlossen. Die Hundepfeife brauchen sie wahrscheinlich nicht mehr. Ablegen. Ja. Ah ja. Gut. Jetzt biegt die Hundepfeife los. Dann fällt durch die Tür gleich zurück. Dann rückt man das Halsband und dann haben wir das. Da ist ein Schalter betätigen. Mach mal. Ta 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 ta. Eine Münze war im Halsband verborgen. Keine besonderen Merkmale. Keine besonderen Merkmale. Klick. Sie hat die Form eines Schlüssels angenommen. Schlüsselimitation. Sieht aus wie ein Schlüssel, ist aber nicht steif genug zum Umdrehen. Okay. Also nehme ich einfach mal an, das werden wir in irgendeiner Art und Weise brauchen, um den echten
Rüstungsschlüssel zu ersetzen. Wo auch immer der sein mag. Ah ja, hier bin ich jetzt. Das ist nice. Okay. Ja. So, nachdem ich diesen Wupptich geschafft habe, halte ich es für wichtig, einmal kurz zu speichern. Ja, ich gebe gleich den Spiegel vor. Sekündchen haben wir sofort. Ja, ich glaube, ich weiß, worauf der nächste Text hinaus will, ohne ihn komplett gelesen zu haben. Ich glaube nämlich, der Rüstungsschlüssel ist der in den Boden eingelassen ist, ne? So, warte mal. Ich lege erstmal die Munition ab. Ups. Eine alte Schreibmaschine. Sie können Ihren Fortschritt speichern. Das Farbband verwenden? Ja, aber bitte doch. So, den Schlüssel brauchen wir noch. Das Gewehr lasse ich auch mal da. Lauft nun in den Spiegelflur und dort die Treppe Nordosten, wo der Zombie davor liegt, begebt euch zum Plateau mit dem Rüstungsschlüssel, nehmt diesen und legt die Schlüsselimitation dahin. Ich nehme mal an, so lustig wie die Macher von Resident Evil sind, muss ich das in einer bestimmten Zeit schaffen, nämlich während die Rüstung auf mich zu steuert, die blöde Sau. So. Jetzt bleib liegen. So, ganz egal, wie ich es anstelle. Es wird lustig. Möge wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. Hausschlüssel nehmen? Ja. Heidewitzka. Okay. Wir haben den Rüstungsschlüssel. Das eröffnet uns jetzt natürlich dementsprechend neue Türen.